Samstagnachmittag, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Laferlichter Lecker, der etwas anderen Kochschule. Heute an meiner Seite auch ein ganz besonderer Gast. Ja, viele sagen, er ist total plemplem. Ich sage, er macht Let's Plays. Hallo und herzlich willkommen, Philipp. Ja, und damit zurück zu Pokémon Schwarz. Wir sind hier stehen geblieben auf dieser komischen Surferroute. Es ist in der Tat Samstag, naja, Abend eigentlich. Und ja, halt in diesem Haus waren wir schon. Und Pokémon Schwarz und so und keine Ahnung. Ein Pokémon kann diesen Fels vielleicht bewegen. Fail. Das ist jetzt also, das ist doof gewissermaßen. Haben wir denn diese... Noch die VM schon, oder? Also, wow. Das wird sonst doof. Stärke haben wir. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir sie beibringen können. Ja, das ist, klasse. Philipp, du bist echt klasse, denn Heslon und Mikey können sie lernen. Das ist, ja, okay. Ich entscheide mich, sie, ja, bringen wir sie Heslon bei? Ich weiß es nicht. Heslon, ja. Bringen sie Heslon bei, lass mich, ja gut, Surfer kann ich jetzt eh nicht verlernen lassen. Wir lassen Kreuzschere verlernen und sobald wir die Wasser, sobald wir hier den, ja, sobald wir zurück sind, gehe ich zum Haus der Attacken und werde dort Stärke verlernen lassen, um eben Kreuzschere wieder zu erlernen. Ja, so werden wir es handhaben. Es ist jetzt gerade doof, dass ich keinen passenden VM-Sklaven dabei habe, aber gut. Okay, ja, ihr werdet euch vielleicht über die etwas kuriose Begrüßung gewundert haben, aber meine Güte, ich dachte mir, ich mach's mal anders. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zuletzt dieses Projekt ein bisschen eingeschlafen ist, zumindest bei euch. Dass, ja, vielleicht fehlt irgendwie so ein bisschen der Pep drin. Und ja, woran merke ich das ganz einfach? Ich merke es daran, dass die Zuschauerzahlen ziemlich schlecht sind. Es ist mir jetzt nicht so immens wichtig, aber ich sag mal so, es ist schon auffallend, wenn man sonst um die 50 bis 60 Aufrufe hat. Und der heutige Pokémon Schwarzbart, der ist seit Mittag da. Jetzt haben wir es halb 10 abends und ja, 25 Aufrufe. Ich weiß nicht, ist aber schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und ich habe keinen Schutz drin. So, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir auch an der heutigen Stelle hier, an der heutigen Stelle, Marco mit dabei haben als Co-Kommentatoren, aber ja, ich weiß nicht, wir haben vor einer guten Stunde noch so ein bisschen telefoniert und da musste er irgendwie raus und jetzt ist er auf einmal offline und ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Wir wollten eigentlich Paper Mario aufnehmen, aber irgendwie haben wir dann doch im Endeffekt noch keinen Spielstand erstellt und ich dachte mir, kannst du ihn ja vielleicht gleich mal überreden, den einen oder anderen Part Pokémon Schwarz zu machen. Aber nein, und Arados war gerade eben auch online, dann dachte ich mir, ja, schreibe ich den nochmal an, aber er fühlte sich ein bisschen überrumpelt, mehr oder weniger, beziehungsweise wollte sagen, hatte jetzt auch keine Zeit oder keine Lust und ja, gut. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich wollte eigentlich mal wieder einen Co-Kommentator einladen, weil ich das Gefühl hatte, dass es doch ganz gut bei euch ankam. Und ja, gut, im Endeffekt müsst ihr wieder mit mir vorlieb nehmen. Huhuhu, was ich euch hier zumute. Das ist ja unfassbar. So, Emolga, du kleiner, du kleine Dumme. Na, und so, ihr wisst schon Bescheid. Ja, ja, ja. Du bist Elektro. Das finde ich super. Mikey, das ist eine Sache für dich. Mikey, unser Held des Tages. Mikey, der seit Part 28, 29 überhaupt nicht mehr bei mir zu sehen ist auf dem Channel. Mikey, melde dich bitte. Ich vermisse dich. I miss you, um es auf Englisch auszudrücken. Ja, er hat im Moment auch ein bisschen viel zu tun und schafft es kaum seinen eigenen Kanal irgendwie zu bedienen. Da kann ich es auch verstehen. Ich könnte ja auch andersrum mal bei ihm irgendwie mitmachen. Könnte ich sowieso im Allgemeinen mal, ich weiß nicht, ist das in einer gewissen Art und Weise egoistisch von mir, dass ich zwei Co-Kommentatoren zu mir einlade, aber nie irgendwie einen Finger rühre bei anderen Let's Playern? Das fällt mir jetzt gerade mal so auf, ja. Ich könnte ja geringfügigermaßen mal bei irgendjemandem anders mitmachen, aber könnte ich in der Tat mal machen, Philipp, hey, das wäre irgendwie super, aber gut. Ja, ich bin egoistisch, ich bin blöd, ich bin abogeil, naja. Spaß beiseite. So, das Itemradar schlägt wie wild aus, aber ich glaube, wir kommen von hier aus noch nicht ran. Ja,
richtig Stärke beizubringen, ohne ist das hier relativ zweckentfremdet. Ja, hier müsste das genau das Item sein. Und hier noch was? Nee, ist nicht. Okay. Aber wir haben erst hier. Was sage ich hier? Wir haben hier erst nochmal einen Trainer, den wir nochmal besiegen müssen. So ein ganz kleines bisschen. Und jetzt gucke ich auf die Unstelle fest. 5 Minuten vergangen. Wir haben erst einen Trainer besiegt. Aber die Zeit vergeht so schnell. Vor allen Dingen am Wochenende ist das ist unfassbar. Vor allen Dingen ist das ja endlich mal ein Wochenende, das ich auch eigentlich genießen könnte. Und das ist klasse. Jetzt kommt hier nämlich Elfu und jetzt bräuchte ich mal die Käferattacke und jetzt haben wir sie nicht. Und jetzt muss ich wieder wechseln. Und jetzt ist die Frage, schafft es Leon? Ich weiß nicht. Nee, ich bringe ihn mal lieber nicht. Das ist eine Sache für einen Clown. Ja, denn zuletzt konnte ich meine Wochenenden nicht so wirklich genießen, weil ich Klausur hatte und weil wir auch mit unserem Seminarkurs, nee, Seminarfach heißt es eher, Seminarfach, genau, es ist ein Kurs. Der Kurs heißt Seminarfach, genau so rum ist es. Ja, das ist, also, Seminarfach ist total bescheuert, das Fach braucht wirklich niemand. Und ja, unser Lehrer hat keinen Bock auf das Fach und hält deswegen mal eine 20-Minuten-Pause als ganze Doppelstunde ab. Also, er sagt offiziell, dass er eine Doppelstunde stattdessen gemacht hat. Stattdessen treffen wir uns in der Pause und er lässt dann ausfallen. Dienstag, 7.8. Die meisten haben dann nach Schluss. Für naja, passt es, aber so ein paar Deppen wie ich am Sportkurs 9.10. Wieso erzähle ich das überhaupt? Leon erreicht Level 39, schön. Ja, und leider finden 80% in der Bibliothek, in der Leibniz-Bibliothek Hannover statt. Und ja, wann finden sie dort statt? Richtig, Samstag. Samstagvormittag, das heißt früh aufstehen und der halbe Tag ist kaputt. Das ist echt, ja, super. Wir waren alle total begeistert. Gut. Es sei jetzt erstmal so dahingestellt, aber Seminarfach ist wirklich so unnötig. Ich meine, ja, man macht dort nichts hier im Übrigen. Sehr schön, aber leider ohne jeden Zweck. Dort unten diese Bucht. Das mag zwar alles ganz interessant sein, aber ja. Es bringt nichts, dieses Fach. Gut. Schutz bzw. Topschutz setzen wir ihn jetzt natürlich wieder ein. Da ist er auch. 33. Das reicht auch noch eine gewisse Zeit. Und dann schauen wir mal. Ich gucke nebenbei so ein bisschen auf meine Skype-Liste, weil ich mit mehreren Leuten bis vor kurzem geskypt habe. Und jetzt habe ich auch wieder eine Nachricht, aber das ist mir an der Stelle egal. Und ja, irgendwie haben sich die Gespräche so ein bisschen verloren gerade. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Und ich stehe ausnahmsweise mal auf beschäftigt. Denn in 80% der Fälle, wenn ich bei Skype wirklich online bin, stehe ich als... Wow, die EP nehmen wir mit. Stehe ich da als offline, weil ich das... Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen hinterlistig von mir, dass ich also mich selbst als offline zeige. Aber es gibt so gewisse Leute, die mich wirklich zu spammen, sobald ich online gehe. Jetzt keiner meiner Abonnenten oder so, sondern real-life-mäßig. Da ist es ein bisschen problematisch. Da traut man sich gar nicht, auf dieses Online-Knöpfchen zu klicken, auf dieses Feld. Und ja, deswegen bin ich meistens als offline. Aber ich schreibe dann die Leute, von denen ich auch wirklich was will, an, beziehungsweise sage denen, dass ich on bin. Also, naja, das nicht unbedingt, aber wenn wirklich was Dringendes ist, dann kann man mich ja auch anschreiben, wenn ich offline bin. So ist es ja nämlich. Und dann werde ich vermutlich prompt antworten und da wird man auch sehen, aha, der ist ja online, weil er mir geantwortet hat. So, zum Glück bin ich auf beschäftigt gegangen, nicht als abwesend, denn jetzt hört man dieses nervige Dudum, dieses, ja, ich weiß nicht, wie soll man dieses Geräusch beschreiben, einfach dieses Skype-Geräusch, wenn man eine Nachricht bekommt, das hört man jetzt nicht in dem System-Audio, die mit aufgenommen wird. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ach ja, das ist ein Barschuft-Trainer. Ich glaube, der hat sechsmal oder viermal Barschuft und das, ja, das ist ein bisschen doof auf eine gewisse Art und Weise. Aber schön. So, und ich überlege gerade, wollte ich noch was sagen? Ja, ich hatte das schon zu Beginn des Parts ein bisschen angesprochen. Irgendwie ist die Luft, also scheint mir so, als wäre die Luft raus, weil es sich keiner anguckt. Und auch irgendwie, gerade bei Pokémon, ziemlich wenig Kommentare da sind. Und irgendwie, weiß ich nicht, Pokémon ist ja eigentlich ein Spiel, wo man sehr, sehr viel zu sagen kann, weil es so, ich weiß nicht, weil es einfach das gewisse Etwas hat, aber... Ja, finde ich komisch. Vegichitter, da wechseln wir. Vegichitter ist ein enorm schwaches Pokémon. Ah, Leon ist noch unter 40. Oh, obwohl, der ist auch nur 3 Level weg. Der entwickelt sich auf 40, soweit ich weiß, oder? Ist nicht mehr lange hin. Okay, Clown kommt der noch.
nicht, dass er uns down geht und dann bekommt er ab sofort überhaupt keine EP-Punkte, auch nicht mehr durch seinen EP-Taler. Naja. Ja, also wenn ihr Pokémon irgendwie jetzt zurzeit ein bisschen doof von mir findet oder wenn ihr euch denkt, irgendwie hat es seinen Reiz verloren oder wenn ihr sagt, nee, du hast andere bessere Projekte oder ich weiß nicht, ich gucke mir lieber andere Pokémon-Projekte an oder ich mag kein Pokémon, gut, dann werdet ihr euch ein Pokémon-Let's Play so oder so nie ansehen, aber davon jetzt mal abgesehen, dann teilt mir doch bitte mit, woran es liegt, denn einerseits mache ich das zum Spaß, aber andererseits auch, um tatsächlich irgendwelche Leute da draußen zu unterhalten. Denn ein Let's Player ist nur so gut wie seine Abonnenten. Ja, tatsächlich, die These stelle ich jetzt mal so auf. Und deswegen, wenn irgendwas ist mit diesem Projekt, wenn ich irgendwas falsch mache oder wenn euch irgendwas stört, dann sagt es mir doch bitte. Dann kann ich das ändern und euch dieses Projekt vielleicht auch, dieses Projekt eben auch für euch interessanter gestalten. Und das bringt dann nichts, wenn ihr euch denkt, das macht der Scheiße, aber das sage ich mir jetzt nicht und guck's jetzt einfach nicht mehr. Das hilft euch nicht, denn dann habt ihr diese Zeit der Unterhaltung eben nicht mehr. Dann habt ihr keine, gut, es gibt tausend andere Let's Player da draußen in Deutschland, aber dann könnt ihr eben von mir dieses Projekt explizit nicht mehr verfolgen und habt davon nichts mehr und ich verliere Zuschauer und irgendwie schrumpft meine Community, sage ich mal, so ein bisschen. Und das wäre ja auch schade. Also Community, was heißt jetzt Community? Bei mir ganz kleinem Fisch in diesem riesigen Teich, wie der Herring es sagen würde, wie kann ich davon Community sprechen? Das ist aber gut. Das ist jetzt eine ganz andere Frage, inwiefern man das Community bezeichnen kann. Ich bin froh, dass ich euch Pappnasen habe und das ist schön soweit. Aber okay. So, jetzt haben wir die Route an sich beendet. Es gibt da hinten noch einen Teil, zu dem wir hin müssen. Es war irgendwie nicht ganz leicht hinzukommen. Und ganz am Anfang haben wir noch einen Trainer, wo wir noch hin müssen und dann noch so ein komisches Haus. Jetzt gucken wir mal, wie wir da... Halt. Itemradar. Genau, da habe ich doch garantiert auch hier schon wieder irgendwelche Sachen. Ja, der schlägt jetzt gerade wieder aus. Ach halt, wir kommen da nochmal in die Mitte. Okay, dann habe ich hier wohl nichts übersehen, oder? Schutz wirkt jetzt nicht mehr. Ja, das war echt klasse, Philipp. Ich sehe die Schritte so verpulverst. Ich glaube, da hätte jetzt eben auch der normale Schutz gereicht. Aber gut, es sei jetzt mal so dahingestellt. Wieso gehe ich jetzt auf Pokémon? Das wäre in die Dings. Das wäre jetzt in der Tat die Frage, die es zu beantworten gilt. Ich weiß auch nicht. In der letzten Zeit mache ich so viele Fehler einfach beim Sabbeln. Ich habe auch in meine... Rechts oder links, mir doch egal. Hauptsache Vollgas. Ja, Kesslers Knigge, kann man sich super angucken. 10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie... 10 Drogen, die sie nicht nehmen sollten, wenn sie Auto fahren, kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, es ist... Ja, es war der richtige irgendwie. Ja, genau, okay. Wir kommen zum Labor und hier drin kann später auch nochmal irgendein Event stattfinden. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich weiß nicht, welches. In jedem Fall finden wir hier die Dubios-Disk, mit der man, soweit ich weiß... Porygon 2 zu Porygon Z entwickeln kann. Oder es war Porygon zu Porygon 2. Auch hier nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich weiß es nicht genau. Es gibt ja noch, soweit ich weiß, die Slip-Disc oder so. In jedem Fall nur eine zweite Disc. Und mit den beiden kann man eben per Tausch, wenn man das dem Pokémon mitgibt, eben dann Porygon entwickeln. Habe ich noch nie gemacht, weil jetzt Pokémon vermutlich nicht so das allerstärkste Pokémon ist. Ich finde es aber cool, muss ich sagen. Und... ja, ich wollte gerade sagen, es sieht stylisch aus. Und in dem Moment kämpfen wir hier gegen Deponitox. Und Deponitox ist wohl wirklich das aller hässlichste Pokémon, das ich jemals gesehen habe. Ich meine, guckt euch das doch mal an hier. Ich zeig euch das mal mit der Maus. Das sieht erstmal aus wie Scheiße, ja. Ich meine, was ist das? Ja, diese tolle neue Kameraperspektive. Die hilft euch da auch nicht weiter, ja. Dann hier diese Fresse, die... Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen, oder wie? Sind wir hier bei der CDU, oder was? Ja, dann... Also, da passt gar nichts. Sind das Hände, oder ist das Schlamm, wo irgendwelche Stöcke reingesteckt wurden? Und das hier sieht aus, als wären das alte Kaugummis, die an den dran geklebt wurden. Und das hier, hat der da Seetang sich irgendwie als Maske aufgelegt? Ich weiß es nicht. Also, es sieht doch total... Es sieht aus wie Dreck. Es sieht aus, als wäre es gerade von der Mülldeponie gekommen. Und... hier war eben so ein komischer schwarzer Punkt. Das, ja, hier diese, habt ihr die gesehen? Das sieht so ein bisschen aus, als wären das Fliegen, die so um ihn rumschwirren, weil er so in der
im Schlamm badet und ja. Also so viel zum Thema Ästhesie. Wie heißt das? Wie heißt das Substantiv von ästhetisch? Ästhet? Ästhetik, genau. So viel zum Thema Ästhetik, ja. Das ist grässlich. Und unser armer Heslon muss schon diesen Namen tragen. Also, unter aller Sau. Da musste ich jetzt gerade mal so ein bisschen ausrasten. Echt, was Game Freak zum Teil aus Pokémon macht, das ist aber gut. Diesbezüglich geil, Donnerblitz. Donnerblitz, wunderbar. Donnerblitz, 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 Donnerblitz ist in der TM-Dings. Donnerblitz ist 95, soweit ich weiß. Nee, ist es nicht. Ist es 89? Nee. Oder ist es 25? Dann ist es 25, glaube ich. Okay, 24, aber das war nah dran. Donnerblitz bringen wir natürlich und ja, mein Emulator leckt immer, wenn ich in den TM-Beutel gehe, es ist so. Bringen wir natürlich direkt Mikey bei, das ist ganz klar. Und dafür verlernt der gute, ja, ich überlege gerade, Funkensprung, würde ich sagen. Denn Ladungsstoß ist zwar auch speziell und wir werden vermutlich nicht zwei spezielle Elektroattacken benötigen, aber wenn wir mal ehrlich sind, Funkensprung werden wir vermutlich nicht einsetzen, weil es einfach 65, das ist zu schwach, ja. Und Ladungsstoß geht zumal noch auf alle gegnerischen Pokémon. So, jetzt hatte ich eben gerade was angesprochen. Ach so, ja genau, Game Freak verunstaltet Pokémon. Die machen wirklich einen Dreck aus dem gesamten Paket. Das ist unfassbar. Wer sich diesbezüglich für meine Meinung interessiert, kann mal auf meine Kanalkommentarseite gucken. Auf der, ich schätze mal, dritten Seite oder so. Dann müsste ich mich mehr oder weniger intensiv geäußert haben zu diesem Thema. Ja. So, hallo, du willst mich hier geflissentlich ignorieren. Das finde ich ja schön. Und wir tauschen an der Stelle natürlich zu Mikey, da er Elektro auf Wasser irgendwie schon einen relativ hohen Effektivitätsgrad hat. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser komische Schwimmer hier, der da mal so ganz unbeirrt zwischen diesen ganzen Stromschnellen hin und her schwimmt und seine Bahn und seinen Kreis im Prinzip zieht, nur Wasser-Pokémon einsetzt. Und so ist es auch mit Quabbel. Und ich muss sagen, Quabbel sieht jetzt im Vergleich gar nicht so schlecht aus. Also es geht. Das ist Quabbel. Klingt ein bisschen wie Quapuzzi. Qua, vielleicht wegen dem Qua. Und ja, gut. Philipp, du bist heute mal wieder geistig gesehen einfach top. Und ich habe hier gerade auch neben mir so ein kleines Quapuzzi-Plüschtier. Das habe ich gerade in der Hand. Ja, Quapuzzi ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Und halt, nee, wechseln wollte ich jetzt nicht. Und dieses Plüschtier ist tatsächlich schon, ich glaube, 8 Jahre alt oder so. Und das habe ich immer noch. Und das ist hier an meiner, ja, das liegt hier außen so rum, bei mir im Zimmer. Immer noch, ja, das ist einfach Kult. Ich meine, nee, ich konnte es nie wegschmeißen, immer noch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit, dass ich das jetzt jede Nacht, wenn ich einschlafe, ganz, ganz doll im Arm habe oder so. Aber es ist einfach, ja, wieso erzähle ich das? Aber Quapuzzi ist mein Lieblings-Pokémon und wenn ich dann sehe, dass solche komischen Viecher dann ähnlichen Namen bekommen, dann denke ich mir doch, was macht ihr bloß aus den kultigen Pokémon? Was macht ihr bloß aus dieser kultigen Serie? Aber ich denke, inwieweit Game Freak hier dieses Spielgenre einfach zugrunde richtet, das ist, denke ich, vielen bekannt. Außer jetzt klein entschuldigt, Kiddies, die wirklich, ja, die vor Blindheit einfach nur alles toll finden. Das ist Fail. Okay, ja. Das ist, okay, ihr seht hier gerade einen Ausschnitt aus meinem Skype-Dings. Was seht ihr denn da? 8 von 12, yo. Lol. Finster. Dings und Facepalm und so weiter. Ja, okay, ihr habt jetzt gerade einen Einblick in das bekommen, was ich hier in Skype schreibe. Es tut mir leid an Ruffian an der Stelle, falls du mir überhaupt zusiehst, was ich mal bezweifle, aber kann sein, glaube ich jetzt nicht. Und ja, gut, es ist egal an der Stelle. Beim ersten Mal durchspielen bin ich hier ziemlich rumgeirrt. Hä, wie kommt man denn da in die Mitte? Das geht doch gar nicht. Aber man muss hier wirklich gucken, man kommt wirklich dran vorbei.
Und dann trifft man hier Tusnelda. Hallo Tusnelda. Achso, Ruffian, du seist an der Stelle gegrüßt. Ich hoffe, ich habe an der Stelle, wo dieses Video online ist, immer noch Grund dazu. Okay, es ist egal. Auch der Hintergrund ist jetzt an der Stelle egal. Und wer Ruffian ist und wie und wo, das wird sich eventuell noch klären. Demnächst. Vielleicht auch nicht, dann kann es euch auch egal sein. Aber eventuell wird Ruffian in einer gewissen Art und Weise demnächst etwas mit meinem Mario Kart Wii Let's Play irgendwie zu tun haben. Und jetzt habe ich Marco wieder angeschrieben, das finde ich schön, Marco. Kannst gleich mit einsteigen. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht einfach blind anruft, obwohl. Dann nehme ich einfach mal an und dann bin ich mal gespannt, was er so dazu zu sagen hat, wenn ich auf einmal Selbstgespräche hier führe. Aber gut, okay, Quabbel. Quabbel. Nee, mein Quapuzzi ist süßer, ja, da entscheide ich mich. Aber ganz eindeutig für Quapuzzi, ne? Ja. Ja, und Quapuzzi ist vor allen Dingen nicht pink. Oh Mann. Ja, gut. Ich weiß nicht, Quapuzzi, das hat irgendwie was. Also, ich werde bestimmt irgendwann nochmal die erste Generation, Pokémon-Generation, durchzocken als Let's Play. Und da werde ich garantiert einen Quapo in mein Team holen. Ich weiß nicht, wie die Werte von ihm sind, ist auch egal an der Stelle. Aber früher, bei meinen Pokémon-Karten, hatte ich ein voll starkes Wasserdeck, so ein Wasserpflanze-Deck, ja. Und da war Quapo die allerstärkste Karte und da habe ich immer alle in meiner Grundschulklasse abgezogen mit, ja. Das war voll der Pokémon-Pro früher. Naja, gut. Ist jetzt vielleicht an der Stelle egal und dann stellen wir fest, WTF, irgendwie kommt man ja doch in die Mitte. So, die Mitte, CDU, jetzt CDU, ja. Ich glaube, ich habe genug die Christlich-Demokratische Union in diesem Part gedisst. Bezüglich, naja, gut, ihr wisst ja, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hatte das dann nochmal gesagt? War das nicht hier der Abbruss? Profaller? Ach, frag mich das nicht. Ich habe mich vermutlich jetzt gerade blamiert. Ich habe mich blamiert. Ich habe keine Ahnung von Politik und das im Politik-LK. Und ihr habt Skype gesehen und Ruffian. Ja, Datenschutz. Ruffians Datenschutz ist nicht mehr gewährleistet. Und ich habe Marco gedisst. Und ich weiß nicht, noch alles gemacht in diesem Part. Vielleicht sollte ich so spät nicht mehr aufnehmen. Ey, guck mal, hier bleiben diese Fußspuren im Sand. Das finde ich schön. Das ist mal wirklich Liebe fürs Detail. Das vermisse ich ja echt in der fünften Generation. Aber das finde ich schön. Da loben wir die Entwickler nochmal, nachdem ich sie schon runtergemacht habe davor. Aber gut, an der Stelle beende ich den Part. Im nächsten werden wir, denke ich, diese Stromschnellen hier abschließen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, ich denke, ich wurde in der Vergangenheit schon kritisiert, dass ich sowas sage wie, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben und mich abonnieren, keins meiner Videos zu verpassen, blablabla. Ich habe das wirklich in der Tat in der letzten Zeit ziemlich weit ausgeholt, aber ja gut, es gilt natürlich, aber ich werde es jetzt tatsächlich vermutlich nicht mehr in jedem Part sagen. Ihr könnt es machen, wenn ihr möchtet, das würde mir auch weiterhelfen, aber naja, gut, ich kann schon verstehen, wenn es euch zu viel wird, wenn ich es bei jedem Part sage. Deswegen sage ich an dieser Stelle erst einmal tschö mit Ö, aber bevor ich das sage, sage ich erst nochmal, das war, ich war Philipp, das war Pokémon Schwarz für heute. Und dann sage ich jetzt, bevor ich mich in weitere seltsame Satzkonstrukte verstricke, doch einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.